Ja, ich würde mal sagen, willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft mit Skippy Shisha. Übrigens, ich muss mal eben kurz husten. Hab mich ein bisschen angesteckt und habe mega Kopfschmerzen. Ich hoffe, man versteht mich jetzt besser als in den anderen Videos. Wurde mir schon öfters gesagt, dass man mich leider sehr schlecht versteht. Auf jeden Fall, ich nehme jetzt mittlerweile wieder mit Kopfhörer auf. Deswegen, hoffentlich versteht man jetzt mich jetzt besser. Mann, ich hasse diesen Husten, ey. Boah. Ich habe irgendwas im Hals. Ich habe keinen Plan, was. Auf jeden Fall, heute bauen wir mal. Also, ich habe mal ein wenig hier weitergebaut. Na? Ja. Das ist ja das Baumhaus hier, wo wir ja drin sind. Mal eben kurz rausgehen. So, ich glaube, wir nehmen den schnellen Weg nach draußen. Und zwar hier lang. Oder? Nee, das war ja. Ich kenne mich in meinem eigenen Baumhaus nicht mehr aus, ey. Hier war das der schnelle Weg. Genau. Na, kommen wir durch die Tür. Also, da vorne steht ja schon ein Minecart. Fahren wir mal eine Runde. Eben nach unten. Oh fuck. So, da sind wir schon draußen. Ich habe hier ein bisschen verändert. Ich habe hier erstmal soweit eine Mauer rundherum gebaut. So. Hier wachsen schon einige Dinger dran. Ich glaube, das sind Lianen oder wie die Dinger heißen. Auf jeden Fall wächst hier Unkraut dran. Ganz schön heftig, wie viel da schon gewachsen ist. Nur ich frage mich ernsthaft, wie von da, also von da, ups, nach da was kommen kann. Kein Plan. Auf jeden Fall, ich habe eine Mauer rumgezogen. Komplett rum. Das Haus habe ich auch schon ein bisschen erweitert hier. Und bei den Tieren. Habt ihr auch letztes Mal schon gesehen? Hier mal Hühner, hier mal Schweine, hier mal Schafe. Dann haben wir hier mittlerweile nur drei Hasen. Hier haben wir Kühe. Hier mal unsere Wölfe. Hier mal Ocelot. Also so eine Art Tiger. Ich habe keinen Plan, was Ocelots sind. Und diese kleinen Tiere hier, ne? Also das Tier. Ist eine Pilzkuh. Die hat Pilz auf dem Rücken. Nicht schlecht. Auf jeden Fall das Haus hier. Das habe ich auch schon so weit gebaut mit dem Dach und so. Ne? Hinten kann man dadurch erkennen, dass es ein Haus ist. Also so von hier. Hier sind auch ein paar Ranken gewachsen. Keine Ahnung, wie das geht. Auf jeden Fall wollte ich mal sagen, geh mal ins Haus rein. Dann muss ich mal was hinbauen bei dem Haus. Eine Holzdruckplatte. Knallen wir da eine hin. Hallo, Mr. Edgar. So. Also. Wir machen eine Trennwand aus Bruchstein und dann brauchen wir Folgendes. Obsidian brauchen wir und wir brauchen ein Feuerzeug. Was ich damit mache, das zeige ich euch hier eben. Ich baue hier eine. Ohne Momento. Machen wir hier 1, 2, 3, 4. Und dann 1, 2, 3, 4. So dass das 5 hoch ist. Also mit unten auf dem Boden, ne? 1, 2, 3, 4. Und das unten ist dann 5. Und dann machen wir hier. Und dann, damit das kein Mensch sieht, was da ist, bauen wir mal hier nach oben. Und das bindet auch schön damit. Und immer weiter bauen. Immer weiter bauen. So, bis wir ganz oben dran sind. Mal eben schnell machen. 1, 2, 3, ja da. Alles klar, für Zweierhöhe, perfekt.
Dann machen wir ungefähr. Ich mach mal eben das hier fertig. Oh, das war zu weit. Das war zu weit. So. Das runter. So, mal eben ganz schnell machen. Auf jeden Fall, was das hier wird, das zeige ich euch gleich. Erstmal mache ich hier das hier fertig. Also diese Mauer, wo gleich eine Tür reinkommt. Mal, da sind schon drei. Müssen wir hier auch nochmal drei machen. Ich will ungefähr versuchen. Aber ich sehe jetzt schon, das klappt nicht. Wir machen einfach eine Doppeltür. Wir machen nämlich die Tür aus Fichtenholz, eine Fichtenholztür. Vielleicht mal da eine Tür hin, da eine Tür hin. Dann machen wir. Wo haben wir es hin? Da. Machen wir hier eine Holzdruckplatte, da eine Holzdruckplatte. Kann man reingehen, da kommt eine, da kommt eine. Also, was sich damit das auf sich hat, das zeige ich mir eben. Wir nehmen das Feuerzeug und zünden hier an. Und schon ist es fertig. Es ist ein Netherportal. Wenn ich jetzt da reingehe, zeige ich euch mal eben. So, Welt wird erstellt. Gelände wird gebaut. So. Und hier sind wir jetzt im Nether. Es ist sozusagen die Hölle von Minecraft, die Unterwelt. Nämlich hier, wenn man hier im Survival-Modus reingeht, den es laut Update von Mojang demnächst geben wird, den Survival-Modus auf Handy, da freue ich mich schon her richtig drauf. Können wir mal hier in den Nether rein. Und dann spawnen hier auch Monster, alles mögliche spawnen dann hier. Auf jeden Fall richtig geil. Und wenn man wieder dahin geht, dann hat sich das Spiel. Nee. Das schon, mein Spiel hat sich gerade aufgegangen. Auf jeden Fall, dann sind wir hier. Und so können wir das nächste Ding wieder ausmachen, wenn wir einfach mit dem Feuerzeug dahin gehen. So, wir machen den Nita einfach mal wieder an. So. Dann gehen wir hier einfach mal raus. Ja, auf jeden Fall. Das ist dann sozusagen das Nita-Portal, was hier hinter ist. Und dann werden wir mal schauen, was wir sonst noch so machen können. Ach so. Das ist doch. Guck mal, was ist hier oben, ne? Ist ein Baum. Und was es sich damit auf sich hat, das habe ich mich letztens auch schon gefragt. Ist richtig komisch, das. Nämlich das einfach. Hat das Ding, ohne mich zu fragen, müssen wir mal eben hochfahren. Na, Feuerzeug mach mal lieber weg. Ansonsten, ne? So, da müssen wir lang. Dann da lang. Und da rein. Da hat sich einfach ein Baum durch meine Wohnung gebohrt. Ich habe keinen Plan, wie das gehen soll. Echt. Und das ist auch noch so ein scheiß Krüppelbaum. Meine Fresse. Na, auf jeden Fall, ich würde mal sagen, ja, wir gehen mal in die Hocke. Gehen mal ein bisschen planschen hier. Plansch, 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 plansch. Gehen wir raus. Komplett raus. So. Wir gehen mal den schnellen Weg durch den Balkon. Oder über dem Balkon. Na, auf jeden Fall, wie das Ganze von oben aussieht, das zeige ich euch mal eben schnell. Das Ganze sieht, also vom Grundriss her, sieht das so aus mit den ganzen Gehegen und so. Ist eigentlich ganz geil. Hier ist dann das Bauernhaus, kann man sagen. Hier sind die Tiere, die Grünfläche, hier, da, werde ich noch bauen.
Und hier ist dann das Baumhaus, obwohl die grünen, ja, die grünen Fläche, die machen wir dann im nächsten, in der nächsten Folge von Minecraft mit Skibby Shisha. Ich würde dann mal sagen, haut rein, meine lieben Gamers-Freunde. Wir sehen uns. Ciao, ciao.